So. Dieses Versteck. Betrete diese Kapsel X. Installiere den Erweiterungsschip für alle deine Parts. Das sieht das sonst auch als günstig stehen? Vielleicht? Ja, so was in die Richtung. Die Gelegenheit ist günstig. Improved, also sollte jetzt klar sein, verbreitet sein oder so. Ich glaube, das ist eher so eine. Ja, weil die englische Schrift ist ein bisschen seltsam, weil die es wird geschrieben, aber es wird komplett anders ausgesprochen. Wahrscheinlich heißt das sowas wie, ja, die Gelegenheit steht gut. Ja, gut. Auf jeden Fall jetzt, ne, sie ist ja golden. Ja. Jetzt ist Mega Man zweimal dashen. Jetzt ist er offiziell eine Pissnecke, wow. Pissnecke? Ja, wegen Pissgelb oder was? Ja. Was ist doch Gold? Gold. Für mich sieht das mehr gelb als Gold aus. Gold hat mir so eine Art Gelbkupfer. So eine Art für mich. Nicht das hier. Das ist für mich eher gelb als Gold. Hier wäre auch noch eine Farmstelle, aber die ist halt zu spät. Ach so, und hier kommt jetzt der Junk Disposer. Ich weiß noch, Joe hat das den Arm-Chip genommen, glaube ich, im Let's Play und ich das Bein-Upgrade. Doch, und ich habe alles. Au. Und dich gleich ransaugt. Ja, der macht hier einen auf. League of Legends Spieler würden sagen, der macht einen auf Blitzcrank. Komm her. Kommst du her, mein Gott. So, ich glaube, die Waffe gegen den war Ray Special. Ja. Aber versuch mal zu treffen mit deinem Scheißrüssel. Deswegen schieße ich auch, wenn ich ganz oben bin, den Ray Special ab und slide dann quasi hinunter. Da hat man fast immer eine Chance, um zu treffen. Dass man slidet so lange die Wand hinunter, bis der Ray Special vorbei ist. Das ist nicht eine ganz gute Strategie. Jetzt hast du gar nichts mehr, oder? Dieser scheiß random Schüsse. Ob jetzt voll ins Auge. Ach, meine Fresse. Und den Schuss nicht gerade machen. Ich hasse den Gegner. Und den habe ich besser ohne ihn machen müssen. Basta ist ja einfach als so, aber. Nimm lieber was. Nein. Basta ist einfach, aber. Da man da ja auch keine E-Tanks nutzen darf, ist er behämmert. Ja, und wenn man nur ganz wenig Energie hat, nicht so viel wie ich jetzt. Jetzt stell dir mal das vor, es ist alles ohne Herzcontainer, ohne Rüstung. Passt da only alles. Weißt du, ich hätte ja auch befürchtet, dass ich das eventuell nochmal machen musste, die Gegner und so, ne? Passt da only. Nachdem ich es schon mal gemacht hatte. Ach ja. Gut, das war die erste Stage.
von Doppler Stages? Von 4, glaube ich. Ach ja. Ja. Von 4. Das bräuchte ich im Grunde eigentlich gar nicht mehr speichern. Muss ich ja eh nicht. Weil du ja dann wieder von Anfang an machen müsstest, oder? Ja, die goldene Rüstung. Weil es halt nicht mehr gespeichert wird, so wie mit dem Passwort halt früher. Ja, die goldene Rüstung wird gespeichert, oder? Nein. Doof. Secrets werden nicht gespeichert. Das ist ein Blödsinn. Da hat Energie unten. Na gut, jetzt ist es zu spät. Ach ja, nur so mal den Helm Part war. Plups. Plups. Zeitraffer. Plups. Plups. Das ist so lame. Nachricht. Das ist eigentlich so lame, ganz im Ernst. Das ist so lächerlich. Ja. Ich mag das Helm Upgrade überhaupt nicht. Das ist halt der lame Run. Und so noch lamer. Noch lamer. Reclaimer. Aber kein Disclaimer. Nein. Reclaimer sind, glaube ich, irgendwelche Figuren aus dem Halo-Universum. Was waren es jetzt noch schnell? So, da das ja alles noch heile ist. Reclaimer ist, glaube ich, entweder Bezeichnung vom Master Chief. Reclaimer. Lass mich überlegen. Ich glaube, so hat Guilty Spark den Master Chief genannt. Reclaimer. Ja, so in der Art. Ach ja, Schädis. Ist ja nicht normalerweise kein Wasser. Hier ist aber Wasser. Kommt so vor, als ob ich da mit dem Flugroboter entlang geflogen bin. Ja, weil du kein Wasser hattest. Ja, aber warum hatte ich keins? Scheiße. Okay, Suizidkommando. Ja, ich jetzt vorher machen muss. Dreck. Töte mich. Wieso? Töte mich. Zero? Töte mich. Ich wollte mit Zero rein. Und kommt dann in eine Cutscene oder so? Ist nicht, die Subtanks zu verwenden. So wie Zielkommando. Ja. Ach ja. Ja, einfach noch weiter angreift, ey. Frech Dachs. Was für eine Beleidigung. Oh, der Frech Dachs. Ja. War noch nicht mal ein Versuch. Beendetes Pisskackteil! Arschgefickter Sumpffrosch! Das klingt schon mehr nach einer Beleidigung. Du, Uncle Wolf, du! Bitte, es ist das größte Kompliment auf dieser Welt. Du kannst den doch nicht als guten Gamer bezeichnen. Eigenlob stinkt. Funk Royal! So, das ist eine Beleidigung. DK. Ja, das ist keine Beleidigung, das ist Mord und Totschlag. Ich mag DK nicht, ey. Ja, aus YouTube kann ich nichts mehr raus und habe ich keine Lust mehr. Ich mach nur Stream.
Ja, deswegen auch. Hoppala. Schwupps. Das ist ein Mann. He's a man. A real man. Kannst du nicht mehr tauschen? Ich dachte schon. Ich dachte auch schon. Und dann muss er mit den Fäusten kloppen. Bud Spencer Style. Ach ja, die letzten Jahre sind echt eine Menge bekannte Leute, die ich als Kind mochte, gestorben. Ja. Da fiel mir gerade halt ein, wo du Bud Spencer erwähnt hast. Mhm. Ne, Leonard Nimoy. Bud Spencer. Michael Jackson. Robin Williams. Aber ja, gut, der hat Suizid begangen, soweit ich weiß. Wegen Depressionen. So deprimiert kann man gar nicht sein, dass man sich umlegt. Doch eigentlich schon. Und ich kann nicht labern. Ich bin auf meinem Weg. Ich mach mich auf den Weg. Also eh nicht. Komm endlich. Ich glaube dabei, dass mir dieser Silber nicht so gut gefällt. Mit der aus Mega Man Silber. Ich finde, er sieht richtig cool aus, so. Ja, sieht das schon. Sieht kräftig aus. Richtig. Ich hab Power-Typ. Deswegen gefällt er mir wahrscheinlich auch nicht so, weil er irgendwie viel zu overpowered wirkt. Und genau das mag ich ja nie. Ja. Du siehst, ne, der hat mich auf einen Strich reduziert, Zero. Was war das für eine Explosion, Zero? Bist du okay? Sorry, X, ich habe versagt. Sieht aus, als wäre mein Stromgenerator beschädigt. Ich versuche zurückzugehen und mich von Dr. Kane repariert zu lassen im Labor. Ich kann dir nicht sagen, was auf dich wartet, X. Genau. Du nimmst lieber mein Laserschwert mit dir. Zerschmetter sie alle damit, X. Du bist unsere letzte Hoffnung. Deswegen, du wolltest dein Säbel haben. Ja. Das ist der Lame Run. Wieso ist der One-Hit für alle? Ja. Ja, sagt er. Und die machen mich trotzdem platt. Aber der hat halt so eine Zweikörperform, deswegen. Ist ja kacke. Deswegen meint der Typ, ein Boss sein zu können, aber das sind gar nichts, das ist ein Würstchen in Wahrheit. Ist aber auch irgendwie traurig, dass der Saber, den ich in Mega Man Zero so liebe, mag, den mag ich hier überhaupt nicht. Weil man mit dem Saber schießen kann. Ja, aber nur hier. Ja, in, doch, in den nachfolgenden Zero-Teilen kann man es auch, allerdings etwas anders. Mit Hilfe von Upgrades oder so. Also, Scheiß. Nicht Upgrades, aber besondere Specials. Ich meine, ne, die goldene Rüstung und dann noch das selber, ich meine, das ist extrem OP. Okay. Und zerstörst du ihn nicht, doch. Na, ich habe weder mit goldener Rüstung noch mit Saber bis jetzt gespielt. Boah, Alter. Die geht mir so auf Pisser. Ja, dann geh doch einfach. Ja, wollte ich aber, der hat sich ja nicht hier festgegangen oben, als ich es versucht wollte.
Und deswegen ist der Saber bei X wesentlich nützlicher als bei Zoro. Weil er halt so feuert. Aber ich sagte ja schon, es wird noch Lamer. Okay. Es wird noch Gamer. Ich finde zwar den Saber in Zero 1 praktischer als den Nachfolger in Zero 2, weil man damit die Unverwundbarkeitszeit der Gegner überbrücken kann. Wenn man ja einen bestimmten Rhythmus schlägt. Dann haben die Gegner keine Unverwundbarkeitszeit mehr. Boah. Das ist ziemlich praktisch für bessere Runs. Hast du wahrscheinlich gesehen, wie ich mit dem Saber umgegangen bin. Weiß gerade nicht aus dem Kopf, aber ich habe es angesehen. Aber irgendwie weiß nicht warum, ich habe auch gerade nicht so die Lust, Mega Man Zero zu gucken. Ich wollte eigentlich bei Xie gucken, aber ja, ich bleib nicht so am Ball. Ich hatte immer was anderes dann nebenbei an und dann ja, sowas kenne ich. Da guckt man einmal. Ich meine, das Spiel ist nicht schlecht und so, aber ich denke, ich bin vielleicht ein bisschen übersättigt damit. Ernsthaft? Kretze. Ich müsste mal fragen sollen. Just for fun, Mega Man Zero 1 Race. Ich würde fragen, wer gewinnen würde, er oder ich. Wir sind ja beide ungefähr auf dem gleichen Level. Ich würde für Xie. Wenn ich seine generelle Mega Man und Mega Man X und Zero Erfahrung sehe, wäre ich eigentlich auch für ihn. Und das einzige Spiel der Reihe, das ich besser beherrschen könnte als er, wäre nun mal der erste Zero-Teil. Ist er gerade online? Wahrscheinlich nicht. Ich muss ihn mal fragen, ob er mal Bock auf sowas hat. Ich will doch nicht runter! Nee, ist nicht online, schade. Diese blöden Scheißviecher sind im Weg. Das ist ein Lame Run. Und vor allem bist du keine Waffen. Meine Fresse, gehen die mir auf den Sack. Die sind alle so ekelhaft im Weg und ich treff sie nicht. Boah, und er feuert, während ich ihn nicht töten kann. Ja, du bist Mega Man und während deiner Unverwundbarkeitszeit feuerst du ja auch auf die Gegner. Alter! Ich wollte gerade die Seite wechseln, ist der einfach im Weg. Oh, leckt mich doch einfach. Schuss. Wie viele Welten gibt es auf Yoshi's Island? 6, oder? Wie bitte? Wie viele Welten gibt es in Yoshi's Island? 6, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe gestern die 5. Welt aufgenommen und es sah zumindest so aus, als ob es nur mehr eine gibt. Na, sowas. Da ich jetzt nicht weiß, ich jetzt gesagt. 8 oder so. 8, so viel? Schade, dann hätte ich gehofft, dass ich an Yoshi's Island heute Abend beenden kann. Ich habe gestern schon die 5. Welt aufgenommen. Boah, ernsthaft, du unterbrichst mich jedes Mal, wenn ich kurz rumschießen bin. Nimm doch die Subtanks. Scheiße, ja.
Achso, was noch ein Unterschied ist? Ich kann das auch benutzen, wenn meine Energie nicht voll ist. Dann selber. Ja. Ja, hab ich mir schon gedacht. Weil sonst würde dir das Upgrade ja eigentlich nichts bringen. Den Gegner dürfte es auch nicht gehabt haben hier. Da der Wald dich vernichtet hat, ist endgültig im Kampf. Du bist gerade nicht getroffen worden. Weil du zu nah an dem Stand bist. Ja. Geil. Oh, ernsthaft, du warst tot! Du warst verfickt nochmal tot! Wie kannst du da auftauchen? So eine Wichsgemüsefrucht. Eine Wichsgemüsefrucht. Was auch immer, es ist eine Mischung zwischen Gurke und Banane. Stiebel, der Nahrungshersteller. Eigentlich wollte ich Frosch sagen statt Frucht. Ja, irgendwie habe ich dann so ungünstig gestoppt, dass es dann zu Frucht wurde. Auch interessant. Jetzt neu auf dem Markt, die Wichsgemüsefrucht. Für nur 99, 99. Schmeckt genauso gut wie das erste Mal. Beim Schmack. Von Schmacki getestet. Von Hedy kreiert. Hedy the Brain. Der Pinky und der Brain, 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 Brain. Und das Pinky, der Force. Der Hedy, der Hedy und der Force, 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 Force. Stell ich mir gerade richtig lustig vor. Hey, blöde Instant-Tod hier mit den Spikes. Brauch ich ein kurzes Wort für dumm. Für blöd. So eine Person, die man da als blöd bezeichnen würde. Derp. Der Hedy und der Force, der Hedy und der Force, im Derp-Versuchslabor. Ach nicht? Ja, der Gegner hier. Den kenne ich nicht. Das sieht aber so aus, als ob er ziemlich arschkrampig wäre. Was hier, war das gerade? Kein One-Hit. Sind den Save aufgeschlitzt? Lame. Viu. Lame. Richtig lame, ne? Ja. Sowas von. Gut, dann kommt die Great 8 Stage. Und die jetzt auch alle mit dem Saber so leicht drauf gehen, dann aber. Er lacht schon so, es ist so. Lame.